Ach, Glück auf, ihr Lieben. Heute kümmern wir uns ein bisschen um die freie Energie, beziehungsweise wie freie Energie, ja, abgebaut werden kann, genutzt werden kann. Dadurch, dass uns das elektromagnetische Feld ja umgibt, ne, dann haben wir oben über der Ionosphäre den Äther, den man anzapfen kann. Und ja, dafür ist die Magnetspeichertechnologie ein möglicher Faktor, der das tun kann, beziehungsweise die Art und Weise der Umwandlung von Frequenzen und Energie nutzen wir bereits jetzt schon in CDs und Kassetten und auch dem Internet. Man müsste nur den richtigen Decoder für die elektromagnetische Energie, die uns umgibt, finden und schon könnte man dort die Energie aus, ja, der Luft ziehen. Ja, kommen wir zu Part 39 von Schwingungen des Kosmos. Hier geht es ein bisschen um die Kassettentechnologie und wie gesagt das Anzapfen der freien Energie aus der Umgebung. Ja, wie wir es in der Kassettentechnologie gesehen haben, werden Tonfrequenzen in einen pulsierenden elektrischen Strom umgewandelt, der über den Kassettenkopf auf das Magnetband der Kassette aufgezeichnet wird. Auf diese Weise haben wir die Speicherung von Tonfrequenzen und mit dem analogen Decoder, der in dem Kassettenrekorder integriert ist, können wir uns die aufgezeichneten Klänge vom Magnetband anhören. Ja, logisch. Die Tatsache der Frequenzspeicherung findet Anwendung in der Speichertechnologie für Internetdaten. Durch Hochfrequenzwellen und ähnliche Sender-Empfänger-Decoder kann auf eine riesige Schicht der Ionosphäre zugegriffen werden, wo sie ionisiert ist und somit Speicherplatz bietet. Dies ermöglicht schnelle Kommunikation mit kurzen Systemrückmeldungszeiten an die Decoder. Ähnlich wie es feste und flüssige diamagnetische Materialien gibt, gibt es auch entsprechende Gase, die auf Elektromagnetismus reagieren können. Wie wir in vorigen Abschnitten gesehen haben, enthält die Ionosphäre Edelgase, Sauerstoff und Wasserstoff. Diese Gase sind alle diamagnetisch und können daher sehr hohe ionisierende Frequenzen speichern. All diese Informationen und Daten werden in ionisierenden Frequenzbändern gespeichert, die sich in der Luft der Ionosphäre befinden, in einer sogenannten dynamisch-elektromagnetisch aufgeladenen Wolke unendlicher Kapazität, die Cloud. Ein bodengestützter zentraler Sender-Empfänger verbindet sich mit dieser Wolke, indem er Daten mit Lasertechnologie überträgt. Ja, also hier sind wir wieder bei dem Punkt der Kirchen und Antennen und so weiter und so fort der alten Welt. Vielleicht haben sie so kommuniziert und so ihre Energie aus dem Äther geholt. Ehemalige Hochtechnologien sind vielleicht über Freienergie und, oder ziemlich mit Sicherheit über Freienergie und Antennensysteme entstanden. Es ist ja kein Zufall, dass Kirchen zum Beispiel eher gebaut wurden als Häuser. Da fragt man sich sowieso, war es wichtiger, in die Kirche zu gehen, als unter einem Dach zu wohnen für die Nacht? Ja. War bestimmt auch teilweise kalt. Das muss man sich immer wieder fragen. Dann gibt es teilweise 3, 4, 5, 6 Kirchen in kurzer Distanz. Da muss man sich auch fragen, ob das Sinn macht. Und das sind immer die ältesten Gebäude oder mit die ältesten Gebäude. Oder waren es Kraftwerke, die die Energie aus dem Äther gezogen haben und so ja, alle mit Energie, in welcher Form auch immer, versorgt haben? Ja, das gilt es rauszufinden. Am nächsten Teil hier des Buches geht es um die Schöpfung des Mondes. Ja, das gesamte Spektrum kosmischer elektromagnetischer Frequenzen kommt von unten nach oben. Das gesamte Spektrum erreicht die Decke des elektromagnetischen Feldes und wird nach unten reflektiert, nachdem es gebrochen wurde. Also hier zu sehen in 1 und 2. Das Spektrum der Röntgenstrahlung aus dem Gesamtspektrum kosmischer Frequenzen, das aufgrund der kosmischen prismatischen Brechung von Strahlung von anderen Spektren getrennt wurde, konzentriert sich nun und wird an den Grenzen der Ionosphäre mit dem ätherischen Feld abgebildet, indem es die Basis der Erde abdrückt, wo es ja, vertikal eingedrungen ist. Aber wie wir es vorher schon mal behandelt hatten in anderen Teilen, das wiederholt sich auch immer wieder in den Büchern. Die kosmische Energie strahlt von unten aus, ja, also die schwarze Sonne, und erzeugt ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld enthält alle Frequenzen des elektromagnetischen Spektrums. Ähnlich der Brechung von weißem Licht im optischen Spektrum ermöglicht dies das Sehen von Farben durch unsere Augen als analogen Decoder.
Das Röntgenspektrum der kosmischen Energie, die von unten auf die Ionosphäre trifft, erschafft den vertrauten Mond mit der Eigenschaft eines Röntgens der Erde. Hohe ionisierende Frequenzen wie X, Y und kosmische Strahlen durchdringen die Erdoberfläche und formen sich zu fokussierten Strahlen. Ähnlich der prismatischen Brechung von weißem Licht in Farben entsteht durch diese Brechung ionisierende Frequenzen und kosmische Strahlung als Y- und X-Strahlen, die die Sonne bzw. den Mond erschaffen. Also die Sonne, die hat er in vorhergehenden Teilen als Plus-Energie und den Mond als Minus-Energie bezeichnet. Hier macht er Y- und X-. Ja. Es ist eine Umwandlung von Frequenzen, die die höchsten Frequenzen der kosmischen Energie in der Sonne sichtbar macht und im Mond das Röntgenbild der Erde zeigt. Der Mond ist der konzentrierte Abdruck des Röntgenspektrums von hohen Frequenzen aus dem gesamten kosmischen elektromagnetischen Spektrum. Äther und Ionosphäre reagieren durch Ionisation auf Elektrizität. Also hier kann man auch deutlich erkennen, dass alles zusammenspielt und alles Elektromagnetismus ist. Ja, kommen wir als letztes zur Schöpfung der Sonne. Das gesamte Spektrum kosmischer elektromagnetischer Frequenzen kommt von unten nach oben. Hier Bild 1 oder als 1 markiert im Bild. Das gesamte Spektrum erreicht die Decke des elektromagnetischen Feldes und wird nach unten reflektiert, nachdem es gebrochen wurde. Das gebrochene Spektrum von Y- und kosmischen Strahlen aus dem Gesamtspektrum kosmischer Frequenzen, das konzentriert ist, wird an den Grenzen der Ionosphäre mit dem ätherischen Feld abgebildet und prägt die kosmische Energie, formt also die Sonne. Ja, die Sonne ist der konzentrierte, fokussierte Abdruck des Spektrums von Y-Energie bzw. von Y- und kosmischen Strahlen von hohen Frequenzen aus dem gesamten kosmischen elektromagnetischen Spektrum von Frequenzen. Äther und die Gase der Ionosphäre nehmen Elektrizität an und reagieren durch Ionisation darauf. Alle Sterne, die sich im elektromagnetischen Feld bewegen, sowie die planetaren Sterne, sind Ionisationsphänomene des entsprechenden ätherischen Feldes und treten in der entsprechenden ätherischen Schicht auf. Die Ursache für all dies, die Quelle der Erregung dieses kosmischen elektromagnetischen Feldes, die schwarze Sonne, ist eine mehrschichtige und multiformige Quelle, die all diese Schichten von Feldern erschafft. Also die schwarze Sonne ist der Hauptfaktor für, wie soll ich sagen, das Entstehen der Erde, beziehungsweise das Entstehen des elektromagnetischen Feldes. Und wir als Menschen, wir haben einen bestimmten Bereich, den wir dekodieren können, mit unseren Augen, mit unseren Ohren. Ja, also sehr interessant. Als nächstes in Part 40 geht es um Pangea und da werden wir dann Pangea auf dem Mond entdecken und eine Erklärung dazu finden, warum es mal Pangea gab. Sehr, sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Schaut mal in die Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht. Bis bald.